Der Vorwurf der Münchner Staatsanwaltschaft wiegt schwer. Sie verdächtigt Ex-Wirecard-Chef Braun, Bilanzen unrichtig dargestellt und den Markt manipuliert zu haben. Es geht um 1,9 Milliarden Euro. Für das Strafmaß wird es im Wesentlichen darauf ankommen, wie viele Fälle es auch sind. Das wissen wir zum Beispiel noch nicht, wie oft zum Beispiel dann diese unrichtigen Bilanzen dazu benutzt wurden, um dann Kredite bei anderen Banken zu bekommen. Das ist ein ganz maßgeblicher Umstand, der sich auf ein etwaiges Strafmaß auswirken wird. Der Beschuldigte Braun reiste gestern aus Wien nach München, stellte sich den Behörden und sagte seine Mitarbeit zu. Den hinreichenden Tatverdacht für den Haftbefehl gegen Braun lieferte diese Ad-hoc-Mitteilung, die Wirecard gestern Morgen veröffentlichte. Darin heißt es, die 1,9 Milliarden Euro Guthaben auf philippinischen Treuhandkonten gebe es mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht. Experten sehen darin den größten Bilanzskandal in Deutschland seit Jahrzehnten. Auch die Finanzaufsicht BaFin räumte Fehler ein. It's a shame. Es ist eine Schande, dass so etwas passiert ist. Das beginnt beim kompletten Versagen des Managements und geht weiter mit einer ganzen Reihe von privaten und öffentlichen Institutionen, meiner eigenen eingeschlossen, die nicht effektiv genug gewesen sind, um es zu verhindern. Am Nachmittag wurde der Haftbefehl gegen Braun außer Vollzug gesetzt, gegen eine Kaution von 5 Millionen Euro.